Warte, dat denn, meine Jungs hier? So geht das nicht. Ihr müsst den Ball besser spielen. Nach vorne spielen. Passen. Tiki-Taka. Nicht so ein Scheißdreck hier. Mann, 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 du. Da machen wir nochmal von vorne hier. Das machen wir nochmal von vorne. Servus und herzlich willkommen hier bei den Webpies. Heute die nächste Folge Starter-Teams. Ja, wir haben jetzt zwei Premier League-Teams rausgesucht, die im Low-Budget-Bereich sind. Und dann würde ich sagen, schalten wir zu unserem Kollegen, ja, zu einer kleinen Legende rüber ins erste Team. Abfahrt. Ja, danke Franco für die nette Vorstellung. Ich bin's, der Porno-Kalle. Und heute stelle ich euch meine Premier League-Starter-Teams vor für den Low-Budget-Bereich. Wir fangen an mit dem Tor Guaita. Oder Guaita, wie auch immer man den jungen Mann ausspricht. Gute Saison gespielt, bekommt bestimmt ein Update, auf jeden Fall guter Rückhalt. Wie gesagt, Torhüter sind eh immer schwierig in der Anfangsphase, das muss man einfach spielen. Als nächstes ist eine Silberkarte in FIFA 19 noch. Ich denke aber für FIFA 20 bekommt er auf jeden Fall seine Goldkarte. Fredericks hat auch einen Inform bekommen. Sehr, sehr schneller Spieler, gute Defensivwerte. Den kann man definitiv über die Außen bringen. Als nächstes Fabian Scheer, absoluter Überflieger in FIFA 19. Bis zu 87 sind seine Special-Karten hochgeschnallt. Und ich denke auch, dass er ein dickes Update bekommt, hätte er auf jeden Fall verdient. Und dann ist er auch wirklich ein sehr, sehr starker Mann für die Innenverteidigung am Anfang. Nächster, Bolly, Dauerbrenner, wie in jedem anderen FIFA-Teil in den Starter-Squads von der Premier League. Genauso wie der gute Masuaku, unser nächster Außenverteidiger. Im defensiven Mittelfeld haben wir uns für den Donker entschieden. Ist in der FIFA 19-Version noch ein Innenverteidiger, jedoch spielt er bei Wolverhampton die letzten Spiele immer als ZDM. Ja, auch in der kompletten Vorbereitung ist er auch als ZDM betitelt bzw. als ZDM geholt worden. Deswegen denke ich auch, dass er den Position Change bekommt und dann wäre das sehr, sehr interessant. Als nächstes haben wir den offensiveren Part von unserem Mittelfeld und zwar ist das Madison. Auch eine überragende Saison gespielt, sehr talentierter Junge. Vor dem Tor nicht immer der kaltschnäuzigste, aber das wird sich, denke ich, noch ändern. Dann nächster Wechsel von Mainz zu Everton, Tchouaméni. Taube! Guter Mann, gute Defensivwerte, aber auch in der Offensive einigermaßen akzeptable Werte vor dem Pass und das Tempo. Der ist auf jeden Fall sehr interessant, groß, ja. Guter Mann auf jeden Fall für die 6. Als nächster Wechsel, Sand Maxima, Mr. Gucci Band. Ja. Gucci Gang, Louis Gang, Fendi Gang, Dolce Gang, Sachi Gang, Prada Gang, Lotta Gang. Ist am Stissel. Newcastle United, gute Saison gespielt. Den haben wir von den Werten einfach mal so gelassen, weil er eh ein Update bekommen hat von FIFA. Und dann gucken wir mal, wie er sich dieses Jahr entwickelt. Auf dem linken Flügel haben wir auch nochmal einen Wechsel. Und zwar ist es der gute Trossard, der ist zu Brighton gewechselt. Hat sehr, sehr solide Werte, sehr, sehr gute Werte, wie ich finde. Und ich bin gespannt, wie er sein Potenzial hier ausschöpfen kann bei Brighton in der Premier League. Um unser Premier League Starter Squad, das erste zu vervollständigen, nehmen wir natürlich im Sturm Mr. Joshua King. Wie gesagt, Dauerbrenner eigentlich in den Premier League Starter Teams von den letzten FIFA-Teilen. Hat eine sehr, sehr gute Saison gespielt, hat den ein oder anderen Inform bekommen. Deswegen vielleicht bekommt er das Update, wäre natürlich sehr, sehr nice. Tempo ist am Start, Schuss ist auch am Start und natürlich auch die Physis. Deswegen ein sehr, sehr guter Allround-Stürmer für den Anfang von FIFA 20. Wir haben natürlich ein paar Alternativen und wir zeigen euch natürlich gleich einmal noch ein anderes Starter-Squad. Und zwar ist das dieses hier, ja. Mit Ralle Fährmann im Tor, Jedlin auf den Außen, Lindelöf und Ake in der Mitte. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr gute Spieler. Van Aanholt natürlich auch wieder Dauerbrenner. Ansonsten haben wir im ZDM noch Lerma, Barclay, King haben wir als ZOM hier am Start. Also man könnte diese Version auch im 4-4-2 spielen mit zwei Stürmern wie King und Wilson, Barclay und Lerma im ZM und über Außen Izquierdo und Adama. Wäre auf jeden Fall, finde ich persönlich, auch nochmal eine sehr, sehr starke Version. Ein Ticken offensiver, ja. Die wäre auf jeden Fall ein Ticken offensiver. Es gibt natürlich noch sehr, sehr viele andere gute Spiele, die wir hier vielleicht nutzen können. Aber wie gesagt, wir wollten natürlich wirklich Low Budget gehen. Also es ist wirklich, ich glaube, die billigsten zwei Mannschaften, die man hier als Starter-Team in der Premier League nutzen kann. Ja. Und ja, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein, was ihr davon haltet, welches Team ihr vielleicht als nächstes sehen wollt und wie ihr aufstellen würdet in der Premier League. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Spieler, den wir noch nicht genannt haben, vergessen. Wir wollten natürlich auch versuchen, ein paar Wechsel mit einzubauen, die in die Premier League gewechselt sind, die aber noch relativ günstig sind. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen, macht es gut. Buona Galle draus, meine Freunde. Ciao, ciao.